Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben in der letzten Folge uns ziemlich viel wieder um den Verkehr gekümmert, vor allem zur Entlastung dieser Autobahn hier. Was nicht wirklich einfach ist, weil natürlich jetzt wieder der Verkehr reinkommt. Und der auch sein Tribut fordert, aber man sieht schon, es ist irgendwie notwendig, dass wir teilweise doch den Verkehr ableiten. Und wenn wir jetzt hier schon so eine Möglichkeit haben zum Anschließen, sollte man die vielleicht auch nutzen. Was sich gerade nicht so in der besten Weise zeigt, finde ich. Aber schauen wir mal, was dann noch passiert. Vielleicht sollte man dort doch eine Ampel etablieren. Das ist vielleicht doch teilweise gar nicht doof. Jetzt sagen erstmal, machen wir die beiden hier grün. Lassen die abfahren. Change Mode. Die Richtung lassen wir dauernd abfahren. Dann machen wir euch beide wieder rot. Lassen dich hier grün werden. Bis der Verkehr einigermaßen wieder unten ist. Dich können wir schon wieder aktivieren. Das ist halt die Spur, kann ich echt jederzeit aktivieren. Deaktivieren, aktivieren. So. Ist richtig so Minimalmanagement-mäßig. Da erscheint, kommt jetzt schon fast nichts mehr nach. Ist der Verkehr schon fast weg. So, jetzt lassen wir ganz kurz mal die Seite sich wieder entlasten, weil die staut sich mittlerweile wieder. Einfach schnell einmal durch. Dann schalten wir dich wieder rot, schalten wir dich wieder grün. Können jetzt die ganzen Donutautos raus, aber das staut sich halt extrem. Ist der Wahnsinn. Jetzt schalten wir mal alles grün und schauen, wie es dann läuft. Ja, dann kommt wieder das, dann muss ich einmal hier stilllegen. Das sind Vollidioten. Und die Möglichkeit habe ich ihnen damals gegeben. So. So. Ach so, jetzt tut er sozusagen jede einzeln schalten, oder wie? Ach du Himmel. Und was ist, wenn wir Ampeln ausschalten? Aber sagen Hauptstraße, Hauptstraße, Hauptstraße und hier ist so? Dann hat die wahrscheinlich trotzdem immer noch die rechte an einer normalen Straße, ne? So. Jetzt müssen die vorgelassen werden. Da ist mir scheißegal, wie sehr sich das jetzt weit staut. Das kann sich bis nach da hinten stauen, meinetwegen. Das ist mir noch Schnuppe, aber jetzt muss ich erstmal das hier Ganze irgendwie entspannen. Das ist ja das Hauptziel gewesen überhaupt von der Strecke. Mittlerweile hält sich sozusagen der Verkehr auch ganz gut auf der Autobahn. Man sieht es ja, jetzt läuft's. Gibt Gas. Und läuft und läuft und läuft. Genauso wie wir das haben wollen. Jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt bald sich beruhigt. Weil dann können wir, sobald wie möglich, dann kann nicht der Gegenverkehr auch wieder arbeiten. Es ist halt so, dass sich das einmal entspannen muss. Das entspannt sich bald. Und sobald sich die Seite entspannt hat, kann ja die Seite auch wieder fließen. Also muss halt erstmal der komplette Verkehr hier weg. Und da ist halt tonnenweise von da, ne?
Und soweit staut sich auch noch nicht, bedeutet da ist auch Ruhe. Und jetzt sieht man schon, hier ist die Ruhe eingekehrt ohne Ende. Der Verkehr hier ist auch ganz super. Und wir haben mittlerweile ein 50.000 Plus, weil jetzt mittlerweile das hier auch alles arbeiten kann, ne? Und ich glaube, hier fliegt ein... Hier fließt gar nichts, was bitte hinter. Komisch. Dafür staut sich mittlerweile hier der Verkehr. Was ist denn jetzt hier passiert? Ah, schau mal an. Hier ist zum Beispiel ein Verkehrsfehler. Ein ganz simpler, behebbarer Fehler. So. Hoffe ich mal. Hier ist auch wieder so ein Fehler, dass die meinen, sie müssen jetzt unbedingt nach da. Und somit die Überleitverkehr hier blockieren. So, jetzt sollte sich das doch alles auch hier... Jetzt können wir mal hier, warte mal, hier könnte man eigentlich noch die Dreispur weiterführen, ne? Hier könnte die Dreispur weitergeführt werden bis hier. Alter, was soll denn das? Hier haben wir mittlerweile das Gewerbe voll ausgebaut, das ist super. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Himmelhilfe, da ist was schiefgelaufen. Dann machen die wieder ihre Verkehrswechsel, wie irre. Also jetzt mal, um es ganz easy zu sagen. Die Spur fährt einfach gerade weiter. Die Spur darf entscheiden, genauso wie die Spur entscheiden darf. So. Dann haben wir nicht ein bisschen Ruhe schon mal. Jetzt fahren die alle hier rein. Und irgendwie ein Großteil auch wieder raus. Aber es funktioniert. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, dass wir einen Verkehr haben, der einigermaßen läuft. Ja, es tut es aber mittlerweile auch hier drin. Oh Gott! Hey, ich kann es wieder aufbauen. Da ist auch was kaputt gegangen. Abgebrannt im Supermarkt. So viele Elektronikteile gelagert, oder was? Wie viel zügig hier? Da fährt noch einer. Da hinten kommt schon wieder einer. Ja, mittlerweile ist der Verkehr an Zügen doch auch ganz schön ordentlich geworden, wie scheint. Der hier hat jetzt abgeliefert wieder. Weil natürlich hier das Gewerbegebiet, das kann natürlich direkt auch dann so erreicht werden. Wie schaut es mit unseren Passagieren aus? Ja, auch ganz gut. Gab es nicht diese Nationalbauteile hier, Monumente? Der Wintermarkt. Das wäre doch eigentlich was für hier, ne? Ach, das Chips-Stadion. Ah, Stadion, genau, das ist das neue. Das müsste ich eigentlich irgendwo hin platzieren, wo es funktioniert. Ich habe mir überlegt, hier irgendwie so hin, weil hier würde ich... Dafür brauche ich halt eine gerade Straße noch, ne? So hier. Wenn ich es hinsetze. Weil hier wird es das... Ist das Gewerbegebiet? Schauen wir mal die Startaufstellung. Bis hierhin ist Gewerbe... Bedeutet, es wird rein theoretisch... Oh, es funktioniert! Yes! Stadion! Ach, was? Das geht? Raxamus hat natürlich schwarze T-Shirts, hallo. FSC Raxamanien ist schwarz, Jungs. Ausgaben 9500, mir wurscht. Trainiert die Scheiße aus denen raus. Bin gespannt, was da passiert, wenn... Alter! Der Stau meldet sich, Jungs. Der Stau meldet sich.
Warum wollen die alle da rein? Was haben die davon? Also teilweise verstehe ich die KI von City Skylines absolut nicht. 21.10.2043. Also, ja, das ist ja ewig noch hin, das bis zum nächsten Spiel. Man muss das Ding aber ordentlich Gewinn machen, damit sich das was bringt. Ne? So richtig ordentlich. Der Meilenstein ist auch irgendwie wieder weiter weg, habe ich das Gefühl. Frachtflughafen Knoten? Ein Flughafen Knoten. Der anstelle von Passagieren große Menge an Fracht befördert, über Frachthangars und Landeplattformen für Flugzeuge und Züge werden die Güter reibungslos. Den brauchen wir, jo. Wow. Das wäre übelst nice. Ist die Frage, wo bauen wir denn noch hin? Wir sind voll. Also ich könnte natürlich hier hinten noch irgendwo, ich könnte hier rein theoretisch noch so ein kleines Wohngebiet einbauen, ne? Mit eigener Autobahnabfahrt und dann hier nochmal komplettes Gebiet reinsetzen. Und jetzt machen wir Minus. Wie geht das? Wir machen noch mit denen eigentlich schon voll fett Plus, oder? Warte mal. Infos. Industriegebiet-Infos. Macht gerade nur 7000 Profit. Was ist denn jetzt los? Wir haben eine riesige Rohholzproduktion, Jungs. Macht's da draußen was? Aber wir haben 3 Millionen gerade auf dem Konto. Das sollte jetzt aktuell kein Problem sein, wenn ich wüsste, was das Problem aktuell ist. Ist das wieder dieser riesige Stau, der überall ist? Also wie es scheint, ist es der Stau. Dann tun wir den mal hier wieder auf eine 3-Spur erweitern lassen. Da liegt das Problem an der Überführung gerade. Oh. Also ich warte mal, die da voll niedrig wird. Ja, die wird da extrem niedrig. Rauf mit der einmal ab. So. Und dann sollte das ja ganz easy gehen. Perfekt. Dann sollte sich der Verkehr ja dementsprechend beruhigen, ne? Das Problem ist halt dieser Knoten hier, das ist... Dass die dann auf einmal sagen, ach, jetzt wechsle ich mal, ne? So, und der läuft... Warum läuft der zur Kacke? Weil die hier wechseln, oder wie, die ganze Zeit? Habe ich den hier wechseln erlaubt? Ich hoffe mal, ne? Ja, die wollen alle da rein. Die wollen alle in die City. Was ist jetzt los? Aber das ist ja noch alles voll okay. Der Stau löst sich ja auch relativ flott auf. Es ist halt dieses Übergangssystem, aber das wird sich ja auch wahrscheinlich irgendwann erholen. Dass er das alles da rein will auf einmal. Was, wenn ich hier sage, dreispurig, dann wird sich das doch hoffentlich beruhigen, oder? Leute, bitte, es staut sich. Es kann so richtig euer Ernst sein, dass ihr deswegen jetzt hier so ein Tamtam macht. Ja, die machen da auch immer wieder so abwechselnd. So, jetzt darfst du mal, jetzt darf ich mal, jetzt darfst du mal, jetzt darf ich mal. Ah, so, wie schaut es hier? Ach, das dauert ja noch eine Ewigkeit, bis da irgendwas passiert. Ausgaben 9500. Vielleicht sollte ich mal die Jugend... Was ist das hier? Stationssicherheit, die lasse ich an. Und das hier ist... Komm schon, kommt alle her. Damit die Fans leichter zum Stadion kommen, ist der öffentliche Nahverkehr am Spieltag kostenlos. Je mehr Zuschauer kommen, desto höher sind die Gewinnchancen. Ah, das könnte natürlich extreme Kosten auf sich bringen. Was wir auch mal gucken können, wie viel haben wir denn? Busse 304.000. Die neue Linie 7. Das ist gleich die ganz, ganz neue, die nach da hinten fährt. Ne, das bist du da. Ja. Die ist nicht so effizient, aber auch nicht schlecht. Also sie bringt halt 100. Die anderen sind so beim immer mindestens 700. Die schlechteste macht 600. Ich glaube, das ist die City, ja? Genau. Und die Buslinie macht halt dementsprechend, ja, jeweils 100.
Ich kann sogar die Busart auswählen. What the fuck ist das denn? Seilbahnen. Was ist nicht... Ich weiß nicht, was sollte ich mit Seilbahn bitte machen? Ja, ich könnte da unten einen Teil platzieren und da oben irgendwie noch eins. Aber den Sinn dahinter würde ich ja nicht mehr verstehen. Oh, der Postbetrieb. Yo. Komplett vergessen. Da kommt mein Postbetrieb hin. Total außer Acht gelassen, dass das Ding ja hier auch echt Post braucht, ne? Jetzt müsste eigentlich die jetzt noch unter Volllast arbeiten, oder? Postlastwagen haben die auch. Posttransporter 6 von 10 in Verwendung. Sortierte Post 43.000 von 100.000. Alter! Helikopter sind natürlich auch wieder mal unterwegs. Das ist ja Standard bei uns. Aber jetzt machen wir wieder plus 20.000. Ja, nice. Wir haben Stau. Einen gewaltigen. Und das liegt an der Dreckskreuzung hier. Die Frage ist, ob man die hier nicht abreißen sollte. Also die werden dann wieder einen Weg finden, zurückzukommen, ne? Ich sehe, dass die abbiegen wollen die ganze Zeit. Ich werde jetzt mal die Ampel deaktivieren. Und werden jetzt mal hier genau dasselbe auch da drüben machen. Dementsprechend so. Dass das wirklich alles separiert wird auch. Ich will einfach, dass da mehr Ordnung drin ist, wenn ich schon die Mühe mal mache, hier so viele Spuren in die Stadt einzubauen. Oh, warte mal, das ist die falsche Richtung. In der ich gerade rumschraube. So. Jetzt staut sich es hier. Warum? Weil hier eine Ampel gebaut wurde. Ach so, scheiße. Ich habe hier die Straßen erneuert, ne? Da sind jetzt überall wahrscheinlich Ampeln wieder. Huch. War nicht so gemeint. Da ist die Ampel weg. Da ist eine Ampel entstanden und dort ist auch eine Ampel entstanden. So. Jetzt hängt es hier, weil... Warum? Weil der Verkehr fast null vorankommt, wie scheint. Alter, und der Verkehr ist laut! Junge! Guck mal, dass du hier so richtig Gas gibst. Schalten wir mal hier die Kreuzungsrechte für die Bürger aus. Okay, irgendwie müssen die wahrscheinlich darüber kommen. Die wollen halt alle hier auf die Straße wieder. Was ist das Kacke? Und dadurch staut sich dann wieder. Aha. Das machen wir jetzt ganz simpel und easy. Straße weg. Dann kommt hier noch ein Industriegebäude hin. Fertig. Ruhe ist da jetzt. So. Ist der einzige Weg da wieder raus, da vorne hin. So. Das sollte jetzt aber auch fertig sein. So Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn... Oh, warte mal, das warten wir jetzt noch ab. Heute ist das Spiel, oder? 21.10. Ja, laufendes Spiel. So. Wir haben ein Fußballspiel. Wuhu! Raksamanien. Wie voll ist denn das? Das wird immer voller. Also halbe Stadion aktuell voll. Also es wird wahrscheinlich auch mit der Zeit, nachdem das Stadion eingelaufen ist, ein bisschen mehr. 405, also wir sind über der Hälfte des Stadions, ist auf jeden Fall voll.
Wie lange dauert denn so ein Spiel eigentlich? Wir sind immerhin schon... Das Spiel läuft schon ein paar Tage. Leute, habt ihr nicht mal irgendwie so Hunger? Und das Spiel geht weiter. Wie lange geht denn das? Laufendes Spiel? Alter, wie lange spielen die? Jetzt schauen wir uns noch an. Die Folge darf ruhig länger sein jetzt. Mich interessiert es gerade. Okay, und wer gewinnt gerade? Und wo ist der Ball? Wo ist denn der Ball? Da. Warte, ich hab ihn. Ich hab ihn. Also. Wieder nach vorne, nach da drüben. Da ist der Ball. Kann ich da reinzoomen? So, warte. Da ist der Ball. Passt nach da drüben. Und geht wieder zurück. Ja. Die spielen den Ball nur im Kreis, oder kann das sein? Wie lange dauert denn so ein Spiel? Hä? Also im Grunde, sie spielen die ganze Zeit den Ball im Kreis. Also so lange kann doch jetzt so ein Spiel auch nicht dauern, oder? Hä? Und wieder im Kreis der Ball. Juhu! Ich würde gerne wissen, wie viel wir mit den Einnahmen jetzt machen. Also aktuell haben wir 450 Zuschauer in dem ganzen Gebäude drin. Es wird sogar beleuchtet, Alter. Wir haben voll das nette Stadion eigentlich. Jetzt sind wir fast drauf. War das gerade ein Tor? Und noch eine. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!